Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich bin immer noch nicht fertig, die Haare sind noch nass, aber ich habe es gerade in der Bibliothek gehört und ich dachte, es ist der Erik. Ich drehe mich um, der Erik liegt völlig friedlich da. Wer ist es? Die Emily. Emilein. Oh, heiliger Bimbam, der Bruno ist. Bin ich froh. Er ist nämlich leider immer noch schlecht und hat auch wieder weiter abgenommen und hat jetzt diese eine Grenze überschritten, diese eine Marke. Und wir haben auch später noch dann einen Termin beim Tierarzt. Und wenn er isst, dann isst er immer drei Blätter und das war's. Also wirklich drei Blätter oder von seinem Karottenbrei drei Fäden und das war's wieder. Bin ich jetzt sehr erleichtert, dass er gerade am Essen ist. Ich habe heute auch schon wieder gepäppelt. Und ja, jetzt habe ich es verschrien. Jetzt hat er wieder aufgehört. Er isst wirklich nur drei Fäden und dann ist wieder Sense. So, das war's schon wieder mit Essen. Oh Gott, die Emmy. Wie süß. Mei. Mei, ist das goldig. Ja, also er isst drei Fäden und das war's. So, jetzt kommt der Erik wieder. Der hat sich vorhin erschrocken. Auf jeden Fall macht mir das schon große Sorgen mit dem Bruno. Ich dachte ja davor die ganze Zeit, es liegt an den Zähnen. Aber jetzt sind die Zähne ja behoben und jetzt isst er immer noch so wenig. So süß, alle Babys auf einen Haufen. Bei mir gibt es jetzt Mittagessen. Ich habe mir eine Scheibe Brot gemacht mit Butter und Frischkäse und Beluga-Linsenaufstrich. Dann ein bisschen Gemüse aufgeschnitten, Gurke und Paprika. Zwei Gurkensticks gibt's. Und dann habe ich mir noch einen Grießbrei gemacht mit Zimt und Zucker. Als Nachspeise, heute ist nämlich das Frühstück ausgefallen und deswegen wäre das jetzt eigentlich mein Frühstück, was ich jetzt zum Mittagessen noch esse. Und ich habe dieses Mal in den Grießbrei noch ein Stück Butter mit rein und das zerlaufen lassen. So, ich habe jetzt sauber gemacht und die Babys dürfen hüpfen und der Bruno, der ist immer der Erste, der raus möchte, weil er so gerne rausgeht. Der Boden ist noch ein bisschen nass. Mal schauen, wer es als nächstes checkt. Ich gehe mal ein bisschen weg. Ganz vorsichtig ist er. Ah, er geht den sicheren Weg, nicht komplett mitten durch den Raum, sondern am Rand entlang. Wer ist denn eigentlich unter dem Bett jetzt? Die Emmy. Und wo die Holly ist, keine Ahnung. Ach doch, da ist die Holly. Ah, die Holly ist neben der Emmy. Jetzt. Da haben wir sie. Hüpfen. Die Emmy. Schaut aus wie so ein kleiner Foxy. Hier kommt hinter der Erik und stupst mich einmal an. Möchtest du auch hüpfen? Möchtest du auch hüpfen? Ja? Na dann. So, ich lege schon mal einmal das Handtuch hin zum Füße nachher abstreifen. Was ist los? Ihr seid ja so alarmiert. Traut sich keiner. Also irgendwas ist draußen, was ihnen Angst macht. Der Erik traut sich als Erster. Was macht er mit seinem Schwanz?
from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Haben wir den Erik im Bett und da haben wir die Box. Erik, du hast jetzt die Ehre, den Bruno zu begleiten, okay? Ja? Oh, ja, ja, das wird was, ha? Huh? Ich habe gedacht, die Mädels waren ja alle die Woche schon mal beim Tierarzt. Vielleicht hilft es ja wieder, dass die zusammengeschweißt werden. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Bitte Daumen drücken. Ich habe mir im Kopf schon alles Mögliche ausgemalt, was sein könnte. So, wir sind wieder zurück vom Tierarzt. Es wurden jetzt diverse Untersuchungen gemacht beim Bruno, aber es ist nicht ersichtlich, was er hat. Es wurde auch ein Röntgenbild vom Bauch gemacht. Er wurde abgetastet, diverse andere Sachen wurden noch untersucht. Er hat jetzt auf jeden Fall Medizin bekommen. Und ich habe auch was mitbekommen, was ich ihm dann die nächsten Tage geben soll. Und ja, keine Ahnung, er hat auch was bekommen, was irgendwie die Darmtätigkeit anregen soll, falls der irgendwie lahmgelegt ist oder so, was schon mal vorkommen kann. Und ja, Flüssigkeit hat er gespritzt bekommen und Schmerzmittel und also er ist versorgt. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass er zu essen anfängt. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir wünschen sollte, dass bei ihm auch irgendwas mit den Zähnen gewesen wäre, dass irgendwas locker ist, was das jetzt erklärt, warum er auf einmal so gut wie gar nichts mehr isst. Also er hat ja die letzten Wochen schon immer schlechter gegessen und da dachte ich eben, na gut, das liegt irgendwie an den Zähnen, obwohl das auch kontrolliert wurde und man da jetzt nicht so irgendwas gesehen hat, aber zum Beispiel, wenn ein Zahn locker ist oder so, das sieht man nicht mit der Kamera. Das sieht man dann erst mit Inhalationsnarkose. Aber da war nichts, also ist quasi mein letztes Ding, was ich dachte, woran es liegen kann, war dann weg und ja, seitdem ist es ja irgendwie noch schlechter geworden. Also er ist natürlich auch so ein kleiner Panikhase. Das war auch so süß, er wollte immer zu mir und obwohl er ja nicht so der Kuschelhase ist und lieber Abstand und bitte nicht berühren und bitte nicht streicheln, aber er ist immer in meine Arme gesprungen und das, ja, das ehrt mich dann schon, das zeigt dann, also so schlimm. Also insgeheim, ne? Er kann es nicht offen zugeben, aber insgeheim findet er mich vielleicht doch nicht so doof, wie er immer tut. Also das war schon süß und ja, er steigert sich natürlich auch immer rein, auch jetzt. Er ist dann voll am Zittern und ja, der Erik war aber auch am Zittern und ist auch nicht mehr rumgeturnt wie die ersten Male noch. Da ist er ja dann immer rumgeturnt und wollte raus und wollte alles erkunden. Aber nee, der hat sich zusammengekauert. Ich glaube, der merkt auch die negative Energie von Bruno, wenn der immer so stinkig ist ihm gegenüber. Obwohl der Erik ja wirklich... Er ist ein Lieber. Er versucht auch immer, sich mit dem Bruno anzufreunden. Und dafür, dass der Bruno ihn immer anstinkert und versucht zu zwicken und so, also muss man sagen, ne, manchmal schaut er einfach nur verwundert, so was machst du denn jetzt? Also jetzt machen wir auf jeden Fall mal die ganze Medikation, die ich mitbekommen habe und hoffen einfach, dass der Bruno wieder zu essen anfängt. Erik. Der Erik fand es auch ganz schlimm, gell? Ja, du hast es super gemacht. Danke für deine Begleitung. So, und da haben wir unseren Bruno. Ah, du bist ganz nass, ha, von deiner Injektion. Erstmal die Haare vom Auge wegmachen, gell? Ja. Prima. Prima hast du das gemacht. Ganz toll. Ganz toll. So.
Pepperspritze habe ich mir genommen. Und für den Erik auch ein bisschen was. Prima gemacht. Prima gemacht. Und die ist auch am Klopfen. Alle sind am Klopfen. So. Leute, alles gut, gell? Muss nicht. So, dann haben wir unsere Medikamente. Okay. Steht alles drauf, wie man es verwenden muss. Der Erik ist jetzt so schnell ins Schlafzimmer, so schnell konnte ich gar nicht schauen. Ich dachte erst, ich habe aus Versehen die Emmy eingesperrt, weil ich irgendjemanden unterm Bett gehört habe. Aber es war der Erik, der ist an mir vorbei, als ich die Box in den Schrank habe. Das war jetzt schlimm für den Erik. Oh, das war sehr schlimm, ha? Oh, schau, aber brummen kann er schon wieder. Na dann. Zu früh gefreut. Es war jetzt wieder nur eine Sache. Er isst immer nur eine Sache. Einen Streifen. Drei kleine Streifen. Nicht mehr. Time is gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and wunderbar. Diese paar Apfelstückchen, die Bruno gegessen hat, das war tatsächlich mehr, als er seit Mittwoch die letzten Tage gegessen hat, bis heute. Jetzt ist er unter der Couch, muss sich, glaube ich, akklimatisieren. Ich hoffe, dass er dann, wenn er sich akklimatisiert hat, dass er dann rauskommt und nochmal was futtert. Ansonsten muss ich nochmal päppeln. Auf jeden Fall wollte ich ja heute eigentlich zeigen, was ich bei Shein bestellt habe, aber durch die Sorgen mit Bruno jetzt hatte ich dafür irgendwie keinen Kopf. Deswegen, ich hoffe einfach, dass es morgen besser ist bei ihm und dass er wieder besser ist. Und ja, bis morgen um 19 Uhr. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.